Ich bin Nick Evers, gehöre auch zum St. Robo-Team. Mein Bereich ist die Beleuchtung. Wir sind hier in unserem Büro in Berlin. Wir haben hier einen Konferenzraum, wir haben hier unsere Büroräume, wir haben hier unser Studio. Hier werden die Produktionen vorproduziert und die Projekte begleitet. Das Tourdesign ist hauptsächlich in drei Schritte gegliedert. Erstmal geht es um das Bühnendesign als solches. Welche Techniken werden verwendet? Wie sind die Layouts? Wie wird die Band positioniert? Wir erarbeiten dann erstmal das Bühnendesign. Die Herausforderung ist, dass wir sehr starkes Augenmerk darauf legen, dass Content, Licht und die Gesamtinszenierung eine große Harmonie ergibt. Uns ist sehr wichtig, dass alles miteinander spielt, um zu gucken, wer ist an welcher Stelle am dominantesten? Ist er das Licht, das tragende Element in einem Song? Ist er der Content, das tragende Element? Und das Ganze dann zu vereinen, die Contentproduktion, die Lichtprogrammierung, die Live-Bildverfremdung, was ja auch noch ein Teil ist, der stark zum Konzept gehört, das Ganze zu vereinen, in einen Guss zu bringen, auch timingmäßig in einen Guss zu bringen, das ist dann die größte Herausforderung eigentlich dabei. Einer der Grundansätze, warum wir uns auch zusammengetan haben, ist schon, dass man das nicht separat voneinander denkt, sondern dass eigentlich also Licht und Video und Bühnendesign sowieso sich bedingen, aber halt mehr und mehr auch Medienserver, Infrastruktur, weil eigentlich alle Systeme zusammenspielen. Also es ist schon so, dass meistens Video so ein bisschen so einen Bildinhalt vorgibt, kann aber auch andersrum sein und dann vor allen Dingen spielt halt die Live-Bild-IMAC-Ebene bei uns eine große Rolle, die in den Content einfließt. Und am Ende geht alles Hand in Hand und läuft auch tatsächlich in denselben Systemen zusammen. Und Content wird oft übers Lichtpult getriggert. Und wir gehen auch mehr und mehr in Richtung Echtzeit-Content, versuchen ein bisschen von so starren Timecode-Programmierungen wegzukommen. Wir kennen Martin schon länger. Freunde von mir produzieren die Sachen von ihm schon lange, also die Musik, die Krauts. Und 2014 habe ich dann das erste Mal Videocontent für seine erste größere Tour damals gemacht. Dann haben wir immer in unterschiedlichen Konstellationen zusammengearbeitet. Also ich würde sagen, bei Martin ändert sich das tatsächlich von Tour zu Tour massiv. Also am Ende ist jedes Album steht ein bisschen für sich und meistens bezieht sich ja die Tour auf das Album. Und da taucht man eigentlich jedes Mal so ein bisschen in eine neue Welt ein, wo er gerade so ist und holt ihn da irgendwie ab oder er holt uns da ab. Er ist auch wirklich sehr offen für visuelle Sachen und lässt uns da extrem viel Freiraum. Also es ist eher so, dass wir uns halt einmal initial treffen, er so ein bisschen Hintergrund zu den Songs erzählt und auch überhaupt zu dem Konzept von dem gesamten Album und man dann halt in die einzelnen Songs geht und ihm Vorschläge macht. Und dadurch, dass wir uns jetzt schon so lange kennen, ist da halt auch so ein Vertrauen da, dass wir da schon in seinem Sinne uns Sachen überlegen. Also die ganze Show ist sehr viel elektronischer als die vergangenen Sachen. Teilweise auch ein bisschen kälter und härter, der Content. Wir haben ganz viel mit Strobo-Sequenzen gearbeitet. Als wir angefangen haben, dafür zu planen, war er da halt noch total drin in diesem Film und ist halt auch wieder viel feiern gegangen und war sehr viel so in dieser Clubwelt unterwegs. Das hat sich dann auch wieder so ein bisschen verändert im Zuge. Dann kam ja die Pandemie und am Ende ist es nicht ganz so elektronisch geblieben, wie wir es am Anfang gedacht haben, aber es sind schon sehr viel so technoide Elemente drin. Eine klassische Herausforderung, die sich bei Natur, die durch die großen Hallen tourt, zeigt, ist, IMAC ist auf eine gewisse Art und Weise Pflicht. Allerdings möchte man natürlich kein von der Bühne entfremdetes Element einbringen, was den Blick der Zuschauer ablenkt und was auch die Inszenierung letztendlich irgendwie stört. Und somit war es uns wichtig, dass wir den IMAC-Anteil zum einen ins Bühnenbild integrieren, und zum anderen aber auch den IMAC-Anteil so verfremden und das aber immer in Anlehnung an den Content, sodass Content und IMAC zusammen eigentlich erst den Content ergeben.
dass der Zuschauer durch den IMAC-Anteil die Möglichkeit hat, Marten auch nah zu erleben, allerdings nicht in einer so klaren Darstellung, dass man das Gefühl hat, man guckt Fernsehen, sondern immer so, dass es künstlerisch in den Content eingebettet ist und so eine Gesamtinszenierung ergibt. Das hat zum Layout der LED-Wände, die wir benutzen, geführt. Wir haben zwei kleine LED-Wände vorne, die in so einem V gebaut sind, mit einer Lichtlinie in der Mitte und eine große LED-Wand im Hintergrund und versuchen halt, wann immer es geht, irgendwie ein interessantes Spiel zwischen diesen beiden tiefen Ebenen herzustellen. Die hintere LED-Wand ist auch virtuell in zwei Teile geteilt, sodass man so Parallelanordnungen machen kann. Live-Bild wandert teilweise von den vorderen LED-Flächen auf die hinteren LED-Flächen. Was für uns neu war, ist, dass das Live-Bild oder iMac so in dem Maße in den Content integriert ist. Bisher war das bei uns eher getrennter, auch aufgrund der technischen Möglichkeiten. Da gab es halt ein paar Neuerungen, dass man auch mit so AI-basierte Kameraauswertungen hat, die einen Künstler im Live-Bild isolieren können vom Hintergrund in Echtzeit, sodass man den Künstler wirklich in Content einfügen kann. Und das war schon eine Herausforderung, dass man den Künstler nicht auf separaten iMac-Flächen links, rechts zeigt, sondern eigentlich alles zusammendenkt. Wenn dann Content und iMac verheiratet wurde, dann muss natürlich auch noch das Licht ergänzt werden. Das Lichtkonzept als solches ist eine eher grafische Anordnung der Lichtsysteme. Wir haben ein Augenmerk auf lineare Systeme gelegt, die sich ergänzen lassen zu großen Objekten und die dann eine Komposition mit den LED-Flächen ergeben. Wir haben in dem Design sehr wenig bis gar nicht auf Beamlampen gesetzt, sondern eher auf LED-Fluter. Wir haben JDC One eingesetzt als Hauptelement. Das Licht hat halt zum einen die Herausforderung, sich intensitätsmäßig erstmal an den Content anzupassen, beziehungsweise Content und Licht müssen natürlich in ein schönes Verhältnis gebracht werden. Dann gibt es die Herausforderung, die Dynamik des Contents aufzugreifen, mitzumachen oder auch bewusst die Dynamik zu übernehmen an Stellen, wo der Content bewusst in den Hintergrund tritt oder auch selber das Licht in den Hintergrund treten lassen, wenn der Content in den Vordergrund kommt. Und wenn man diese Faktoren mit einzieht und dann noch den Hauptfaktor eigentlich, man muss eine gewisse Power liefern. Eine Materia-Show braucht eine Energie, die sowohl natürlich im Sound dargestellt wird und die muss aber auch in der Dynamik und auch in der Energie, in der Energie des Lichtes muss es einen Guss ergeben. Und die Anforderungen ans Licht, sich sowohl an den Content anpassen zu können, die Dynamik des Contents mitmachen zu können, eine Energie liefern zu können. Und so guckt man, welche Systeme sind in der Lage, das zu liefern, was wir brauchen. Dann guckt man natürlich auf die Form der Systeme, auf die, wie kann ich die Systeme anordnen, was kann ich machen, um dann daraus ein Lichtkonzept zu entwickeln, was so ein bisschen dem Ganzen einen Wiedererkennungswert gibt. Wir haben hauptsächlich JDC One, das ist das dominante Element. Die JDCs bieten halt die Möglichkeit, durch die Einzelpixelansteuerung auch gewisse Dynamiken nicht nur über die Gesamtdimmung oder Farbgebung der Systeme zu bringen, sondern auch in sich noch eine Dynamik erzeugen können, was natürlich insofern gut hilft, dass wenn man die Liniencharakteristik erhalten möchte, aber trotzdem eine Animation liefern möchte, dass man da die Möglichkeit hat, über die Pixel zu gehen und sich somit auch an Dynamiken im Content auch nochmal anpassen zu können. Dann haben wir SGM-Produkte, P10, P6. Also die P10 werden als Glow-System genutzt, was man nicht als System selber sieht, sondern nur die Auswirkungen des Systems im Nebel. P6 haben wir als Gassenlicht eingesetzt. Alle Systeme, die in der Lage sind, eine gewisse Geschwindigkeit mitzugehen und eine Dynamik zu liefern. Die Visualisierung sollte neben der Abbildung der Realität auch, wenn möglich, auch eine gewisse Bildästhetik mit sich bringen. Wir gucken heutzutage ja fast gar kein Bild mehr an, was nicht in eine gewisse Stilistik gepresst wird. Und sowas in der Visualisierung zu haben, finde ich völlig okay. Und gerade auch
für den Künstler, für die Produktion, im Abnahmeprozess, im Präsentationsprozess ist das ein klarer Vorteil. Und das bietet Deepens bis zu einem gewissen Grad und das nutzen wir auch sehr gerne. Wir sehen jetzt hier unter der LED-Wand, dass das Blinken, das animierte System ist ein Glow, der unter der LED-Wand durchleuchtet und den Boden beleuchtet. Dann haben wir die Gassenfluter, die hauptsächlich Musiker und Maat natürlich beleuchten. Dann gibt es hinter den Musikern ein System, was einfach nur einen Glow schafft. Und dann haben wir die Hauptsysteme, das sind die Centerline in der LED-Wand drin, die LED-Wand eigentlich teilt. Und dann haben wir noch die hinter der Band durchgehende zweite Linie. Das sind unsere Hauptinszenierungssysteme. Und dazu kommt dann ein Deckensystem, was jetzt auch nicht ganz klassisch ist. Wir haben hier vorne eine große JDC-Line-Anordnung, die nochmal die Dynamik der unteren JDC-Line-Anordnung ins Publikum übertragen kann, wenn gewünscht. Und dann haben wir noch eine Hinterlichtebene, die in der Realität noch einen Cache kriegen wird. Es wird eine Soffitte davor sein, die die Lampen verdeckt, sodass man wirklich nur das austretende Licht sieht, aber nicht die Leuchte selber. Es gibt noch ein paar kleine LED-Fluter an der Band dran, die einfach Konturen der Band macht, gar nicht von vorne beleuchtet, sondern nur Konturen darstellt. Und wir haben insgesamt drei SängerInnen auf der Bühne, es ist halt Martin, Sol und Pete und dann gegebenenfalls noch einen Gast. Wir sind heute mit der Vollkontakttour in Stuttgart. Das Setup ist soweit fertig, wir sind jetzt kurz vorm Soundcheck. Wir sehen gerade das volle Bühnensetup noch mit Hallenlicht. Hauptelemente, die große LED-Wand im Hintergrund, das sogenannte Buch im Vordergrund, die aufgeklappte LED-Wand. Und die linearen Anordnungen von den JDC One, die wir sowohl als Trennung zwischen der mittleren LED-Wand sehen, als auch nochmal als Linie dahinter und die sich auch nochmal in der Decke wiederfindet, als Audience Blinder / Special Effects Element. Hier sehen wir jetzt nochmal im Detail die Haupt-LED-Wand. Die ist um 20 Grad aufgeklappt, in der Mitte getrennt durch die JDC-Linie. So dass aus der einen Wand zwei einzelne Wände werden, die auch individuell bespielt werden. Dahinter dann die große Wand. Dieses Element der JDCs zwischen der LED-Wand finden wir auch hinten in den Dollys wieder und auch oben in der Decke als Blinder-Element, als Audience-Element. Für die Protagonisten hier vorne ist das auf jeden Fall eine zentrale Position, die stattfindet vor dem mittleren JDC-System. Unterstützt dann natürlich noch durch eine Hinterlichttraverse, die man jetzt hier sehen kann, die fürs Publikum verdeckt ist durch eine Soffitte. Zentral ein Hinterlichtspot für Martin. Und neben dem Hinterlichtspot, dem zentralen JDC-Element, gibt es dann noch eine klassische Gassenbeleuchtung, hier umgesetzt mit Paladin. Und dann können wir auch schon nach hinten gehen und mal so ein bisschen hinter die Reiser gucken, was da noch so rumsteht. Für die Musiker selber, jeder Musiker hat noch zwei P2-Fluter als Konturlicht, um die Musiker rausarbeiten zu können. Und dann sehen wir hinten schon unsere Dolly-Konstruktion, die wir auch mit auf den Festivals hatten in ähnliche abgewandelter Version. Die Dollys basieren immer auf 5 JDCs. Unten je nach Position des Dollys 1 bis 2 P10. Und einer Nebelmaschine. Es gibt in der Show auch sehr viele Nebel-Cues, die stattfinden. Und die P10 sollen vom Publikum aus nicht sichtbar sein, liefern einen Glow hinter der Band, der fast gegenlichtig flach geleuchtet ist. Und dann können wir mal weiter hinter unsere Center-LED-Wand gucken. Da gibt es auch noch mal sowohl Paladin als auch Nebelmaschinen, die auf der LED-Wand auf dem Dolly transportiert werden, aber dann für die Show dahinter gestellt werden. Das unterleuchtet die LED-Wand, gibt dem Ganzen nochmal ein Lichtfundament, auf dem die LED-Wand schweben kann und durch den Nebel dann natürlich unterstützt, auch nochmal als Effektmedium und als Lichtverteilungsmedium unter der Wand.
Und damit sind wir hier hinten eigentlich schon durch. Das ist auch alles, was wir dabei haben. Es ist unterm Strich gar nicht so viel. Also wir reden über 2 geflogene Traversen. Wir reden über 8 Dollys im Hintergrund und über unsere Center-LED-Wand. Und das ist alles. Neben einem Moritz, den jeder dabei haben sollte, haben wir auch noch einen Emma dabei. Emma kümmert sich um Special Effects. Special Effects sind eine Flammenanlage mit insgesamt 8 Austritten. Wir haben Vertikalnebelsysteme und wir haben auch noch hier im Hintergrund stehende Flammenschalen und bengalische Feuereffekte. Bei ein paar Songs ist es einfach gesetzt. Der Song Feuer findet halt einfach mit Feuer statt. Genauso bengalischer Tiger findet auf jeden Fall mit Bengalo-Effekten statt. Da gibt es eigentlich gar keinen Drumherum. Neben unserem Kamerasetup, was wir brauchen für einen großen Anteil an iMac, sehen wir hier gerade im Rahmen auch noch die Streamers stehen. Ein Cheesy-Effekt, der aber auch cheesy eingesetzt wird bei den letzten 20 Sekunden. Jeder, der das schon mal gesehen hat, der weiß, was das heißt. Hier haben wir noch so ein bisschen die übliche Systemperipherie. Wir sehen hier ein Robospot-System für Hinterlicht. Wir sehen die Systemkonsole, was gleichzeitig der Master ist. Wir haben da die CPUs der Kameras, die Medienserver etc. Das alles muss sehr gut zusammenspielen. Und damit das funktioniert, ist ein Teil vom Team St. Robo auch der Justus, der jetzt gerade leider nicht da ist. Der überwacht hier das ganze System, der überwacht das Netzwerk, das MA-Netz und alles, was so notwendig ist. Und ist so unsere Versicherung Backstage, dass wir beruhigt sein können, dass das System läuft. Jetzt sind wir am FOH gelandet. Wir sehen am FOH, weil es einfach praktisch ist und die Kabelwege kurz sind, 4 Robospot-Systeme. Ansonsten wird die Show über 2 MA-Konsolen gefahren, die wir hier vor uns sehen. Die eine Konsole steuert Follow-Spots, Licht und Nebel. Die andere Konsole steuert Content und iMac. Wir arbeiten mit einem Disguise-System, einfach auch wegen der guten Notch-Integration und weil es uns die größte Flexibilität gibt, einfach auf die örtlichen Gegebenheiten zu reagieren. Wir haben ein festes Kameraset aus 3 Kameras und je nachdem auf einem Festival, wenn örtliche Kameras verfügbar sind, dann können wir die auch noch mit aufnehmen in unser System. Aber an sich arbeiten wir mit 3 Kameras, 2 am FOH oder so ein bisschen verteilt und eine im Graben. An sich haben wir 2 verschiedene LED-Produkte dabei. Also wir haben eine Wand auf einem Dolly auf der Bühne stehen. Das ist ein Rohe BQ4-System. Und wir haben eine große Rückwand aus einem Infilet-System von Screen Visions und das Rohe-Produkt ist von Faber. Wir arbeiten mit der Grandma 3 Hardware, aber der Grandma 2 Software noch. Wir haben die 3 Bereiche Licht, Content und iMac versucht noch näher zusammenzubringen. Auch die Steuerung mit dem Bildschnitt passiert in der Grandma, was uns einfach die Möglichkeiten gibt, noch mehr auf den Content einzugehen und auch die Bildschnitte mit dem Licht und dem Content zu synchronisieren. Wir haben einfach die klassischen guten Erfahrungen mit dem System gemacht, die jeder kennt. Gerade die Multi-User-Tauglichkeit ist für uns sehr, sehr wichtig. Hat den riesen Vorteil, dass wir in einer FOH-Struktur sind, die sehr überschaubar ist, die sehr gut kombinierbar ist und vor allem auch sehr gut synchronisierbar ist. Wer auch immer gerade den anderen Anträgern möchte, hat dafür sehr einfach die Möglichkeit, das zu tun. Wir versuchen, jeden Song in seiner Art und Weise, wie er ist, wie er rüberkommt, wie der Künstler ihn auch sieht, zu interpretieren und im besten Fall auch zu ergänzen durch die Inszenierung, durch das Gewand, was wir dem Song anziehen. Und das ist halt manchmal einfach viel Energie, die gebraucht wird. Und manchmal geht es da um ganz dezente Animationen in den Systemen mit ganz wenig Energie, die einfach in sich eine Stilistik bilden, die in dem Moment gerade den Song unterstützen soll. Einerseits ist es natürlich schön, dass so ein Vertrauensverhältnis da ist, weil man sich einfach schon ewig kennt. Und dann ist es auch irgendwie spannend, dass der halt auch nicht derselbe Typ ist wie vor 10 Jahren. Also der
wandelt sich halt auch von Jahr zu Jahr, von Platte zu Platte. Und irgendwie trifft man immer einen neuen Marten bei jeder Tour und macht auch so eine neue Welt auf. Also bei der vorherigen Tour war es halt so das Roswell-Album, den begleitenden Film und so ganz viel so Fantasiewelten und Mars und sonst was. Und diesmal war es halt eher so diese technoide Clubwelt und das ist irgendwie schön, dass man da nicht so festgefahren in einer Schiene ist, sondern dass er halt auch irgendwie immer was Neues mitbringt, auch musikalisch. Das Interessante bei dem Künstler ist halt ganz klar die Power, die von der Bühne kommt, die Power, die Marten verbreitet, die Energie, die da rüberkommt, in Zusammenhang mit der musikalischen Darbietung. Es ist halt eine sehr, sehr hochwertige Band, die bis ins letzte Detail jeden Song ausarbeitet. Und wenn man dann die Komposition mit der geballten Power, die einfach rüberkommt, wenn man das Ganze dann noch unterstützen kann, dann entsteht was, was halt richtig Spaß macht. Dann wird das was ganz Großes im besten Fall. Das sieht man auch im Publikum sehr deutlich irgendwie, dass diese Energie gerne aufgenommen wird und wiederum reflektiert wird auf die Bühne.